Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, liebe Zocker und YouTuber. Also erstens, der letzte Spielstand, wo ich dieses Dingens hier geflogen habe, der war beim besten Willen nicht zu retten. Jedes Mal, wenn ich den geladen habe, ist das Ding spontan in die Luft geflogen. Ich musste also, ich bin dann zwei Spielstände, drei Spielstände zurückgegangen. Da ist es auch noch zurückgeflogen. Ich bin jetzt, soweit jetzt erstmal die gute Nachricht, also das war die schlechte, jetzt die gute Nachricht ist, ich habe es wieder hingekriegt und bin jetzt wieder im Anflug auf Tylo. Da kommt Tylo, da bin ich. Ziehe gerade runter. Die schlechte, eine zweite schlechte Nachricht, also eigentlich habe ich mehrere schlechte und mehrere gute Nachrichten. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass ich beim ersten Anflug, das ist mir dann aber auch beim Angucken später aufgefallen, festgestellt habe, dass ich gegenläufig geflogen bin mit Tylo. Das heißt, das hätte hinten und vorne nicht geklappt. In dem Sinne ist es vielleicht gut, dass die Sache mit den Spielständen passiert ist. Trotzdem wird mir, und das seht ihr hier, der Sprit ausgehen. Aber auch dafür habe ich eine Idee, wie wir das machen. Was wir jetzt als allererstes mal machen, ist die Maschinen stoppen. Darauf vertrauen, dass wir noch 500 Delta V haben. Hier kommt Tylo, da kommen wir. Und wir gucken jetzt mal, ob wir ein Manöver, Quatsch, Manöver, ich mach mal zwischenspeichern, ob wir irgendwas hinbekommen, was nach einem Rendezvous aussieht. Also, wie gesagt, die letzten Spielstände waren nicht zu retten, aber ich habe den gerettet, wo ich noch im Anflug auf Joule war, also hier ungefähr so. Und da konnte ich dann noch den Orbit so drehen, da war das ja noch relativ angenehm, dass ich jetzt auch mitläufig mit Tylo mitfliege. Also das ist die gute und die schlechte und die gute und die schlechte Nachricht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir irgendwas hinbekommen, was nach einer Art von Rendezvous aussieht. Ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob dieses Neuladen in dem Fall erlaubt ist. Andererseits, ich hätte sowieso neu laden müssen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Normalerweise bin ich ja kein Neuladefreund. Da ist übrigens noch die Trümmerwolke. So, wann haben wir denn eigentlich hier so ein... Mich würde mal interessieren, wann wir ein Rendezvous haben, weil ich habe ihn ja eigentlich als Ziel gesetzt. Ja, er ist eigentlich als Ziel gesetzt. Na, mal gucken. Also eigentlich müsste er uns auf dieser Bahn, auf der wir uns befinden, über kurz oder lang einfangen. Ich habe mir auch schon eine Idee ausgedacht, was ich mache, wenn dieser Sprit hier nicht reicht, was er natürlich nicht tun wird. Das habe ich mir aber schon, das habe ich ja schon letzte Folge angedroht. Das wird das Gruseligste überhaupt. Ich zeige euch kurz, was ich vorhabe. Ich werde. Moment, lassen Sie sich kurz ausruckeln. Ja. Ich werde dieses Schiff hier vom Mutterschiff trennen, den Tylolander vom Mutterschiff trennen und das als Hilfstriebwerk benutzen. Die haben ja beide einen Undockport. Der hat einen Undockport und der hat einen Undockport, glaube ich, oder? Hat er einen Undockport? Hat gar keinen. Doch, der hat einen Undockport. Er hat einen Undockport. Also ich werde die beiden aneinander koppeln, Arsch an Arsch. Und dann werde ich die, dann werde ich das Tylo-Mutterschiff mit dem kleinen Lander dahin ziehen. Also ich werde eine Landung hinbekommen, versuchen hinzubekommen, koste es, was es wolle. Da ist mir, bin ich jetzt im Zeitverlauf? Ja, da ist mir auch alles, jedes Körbelleben ist mir da lieb. Wir werden die dann auch wieder abholen mit einem kleineren Raumschiff. Das geht gar nicht mit einem kleineren Raumschiff. Doch, wenn wir es wieder in den Orbit schaffen, dann geht es. So, wir fliegen hier noch ein paar Mal rum. Hui. Ja, hui ist immer so eine Sache, ne? Ja, das sieht mir irgendwie nach was aus, aber auch doch noch nicht, ne? Hey, schade. Ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen am Rödeln. Ja, das sieht irgendwie. Nee, auch nicht. Aber ich werde ihn kriegen. Ich krieg ihn.
Das sieht ja schon mal, das sieht schon mal gut aus, aber wir haben immer noch kein Rendezvous. Hui, ich krieg dich. Immer noch nicht. Wie viele Tage lasse ich hier gerade vergehen? Viele, ne? Das Problem ist, ich darf jetzt keine großartigen Steuermanöver machen, weil ich habe nichts mehr. Wenn ihr versteht. Da. So. Jetzt kommt der spannende Moment. Im Moment würde ich voll drauf knallen, was natürlich. Was natürlich extrem blöd wäre. So, das Gute ist, da wir jetzt ziemlich nah an seiner Umlaufbahn sind, werden wir relativ wenig Sprit brauchen, um. Um einen Orbit zu brennen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, das heißt, was wir jetzt mal machen müssen, wir schieben ihn ein wenig nach da. So, das sieht schon mal gut aus. Dann haben wir hier eine, ja, 75 müssen wir da nochmal richtig mal aufs Manöver aus, Dings anmachen, aufs Manöver ausrichten. So, so machen wir das. Und wenn wir dann richtig Pech haben, dann werden wir. Ja, aber es wird klappen. Ich bin guter Dinge. Wir werden das hinkriegen. Wir werden mit dem letzten Futzelchen Sprit. Ich darf den Tylolander ja nicht anknacken. Mit dem letzten Futzelchen Sprit werden wir da auf dem Ding landen. Das Letzte ist, was ich machen werde. Also das muss ich sagen, bisher war eine. Das Flagship funktionierte zwar, aber es war eine komplette Fehlkonstruktion in Sachen Stabilität. Einige haben ja schon gesagt, dieses Geruckel kann ja kein Mensch ertragen. Bewegt er sich ja. Also, wir werden ein weiteres Flagship bauen. Es hat ja alles funktioniert. Die gute Nachricht ist, es hat in dem Sinne alles funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, es waren viel zu viele Teile und das Ding war viel zu klobig und zu unhandlich, um damit sinnvoll agieren zu können. Wir brauchen weniger Teile, am besten die großen Tanks. Und dann werden wir die ganze Sache nochmal angehen. Aber ich möchte jetzt eine Landung hinbekommen. So, sind wir ausgerichtet? Ja, wir gehen bis zum Manöver nach vorne. Eigentlich könnten wir das Manöver hier schon mal so ein bisschen, weil je weiter wir das vorne machen, desto weniger verbrauchen wir. Es kommt wirklich auf das letzte Fusselchen an. Falsch. So, Alter, das war schon gut. Du, hör doch mal auf. Ja, das ist nämlich schon gut, was ich da mache. So. Was haben wir da? Ja, das sieht gut aus. So, richte ich nochmal aufs Manöver aus. Jetzt sind es nämlich nur noch 36, die wir brennen müssen. Wir brauchen wirklich jeden Futzel, den wir da gleich haben. Es könnte sogar sein, dass es gar nicht notwendig ist, dass wir dieses Ding hier zweckentfremden. Wenn das funktioniert, ich weiß nicht, wie viel Delta V das Ding hatte. Ich glaube 2,6. Kommen wir mit 2,6 nach Hause, könnten wir das Ding quasi als Nachhauseschiff verwenden, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wir landen mit dem Ding, parken das Ding im Orbit und kommen wieder nach oben. Das wäre natürlich noch so eine Sache. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Aber es wird auf jeden Fall geil. So oder so wird es geil oder explosiv, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. So. Sind wir ausgerichtet aufs Manöver? Ne, noch nicht. So. Kurzer Zwischenspeicherer. Kurz mal das SAS aus. Kurz mal zum Manöver hinspulen. Warum ist SAS aus? Weil uns sonst der Saft ausgeht.
Jetzt ist der Saft nämlich wieder da, sehr gut. Solarzellen, sehr Dank. Ja. Was haben wir noch? 2 Minuten bis Brennung? Bis Burnung? Wir setzen auf Tylo, wir switchen ran und dann brennen wir. Im Moment landen wir ja direkt. Ja, im Moment landen wir gut. Eigentlich sollen wir da landen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hinkriege. Weil Tylo ist ja kein Planet, auf dem man mal ganz kurz so rummanövriert und so sagt so, ach, hier fliege ich mal hier hin, fliege ich mal da hin. Auf Tylo landet man. Punkt. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, nochmal in Zeitvorlauf. Was ich gerade machen wollte, eine Sache fällt mir siebenteils noch ein. Da ich ja neu geladen habe, müsste ich eigentlich nochmal. Wo ist das Ding? Da. Strahlungsuntersuchung starten. Ja, starte du mal in der Zwischenzeit. Während er die Strahlungsuntersuchung macht. So, noch 20 Sekunden. Ich hoffe, dann ist die Strahlungsuntersuchung durch. So, 20 Sekunden, 19. Ach, ich mache aber jetzt, ja? Komm. Brenne ich? Brennen Sie oder leben Sie noch? Ich brenne in die falsche Richtung, ne? Aber es ist jetzt auch pfeif egal. Also eigentlich dachte ich, brenne in die richtige Richtung, aber irgendwie brenne ich in die falsche Richtung. Ah, da ist schon richtig. Perfekt, als hätte ich's geplant. So, was haben wir für einen Durchgang? 135.000, sehr gut. Haben wir die... wo ist denn das Ding? Ist das Ding jetzt durchgelaufen hier oder nicht? Läuft. Okay, der macht noch seine Untersuchung, er macht noch sein Ding. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt vorspulen. Und zwar bis wir einen Tylo-Encounter haben. Ungefähr, sagen wir mal, hier. Hui. Pup. So, alles übertragen. Echt, das können wir gerade übertragen? Das ist ja geil. Warum geht das jetzt? Nee, es geht nicht, oder? Doch, geht. Ging ja vorher auch. Okay. So, das Zeug ist übertragen. Was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt nämlich, hier, das ist nämlich das Coole, wir haben jetzt schon fast einen Orbit. Was haben wir da für eine Höhe? 100 Kilometer, das ist okay. Ich kann hier schon wieder kein Ding setzen, kein Manöverplan erstellen. Aus irgendeinem Grund. Da kann ich einen erstellen. Stelle ich einfach hier. Nee, das ist da. Der ist blöd. Ich will den ja eigentlich hier drauf erstellen, aber das geht nicht. Dann muss es halt per Augenmaß gehen. Habe ich gespeichert. Warte mal, da kommen wir. Das heißt... Wir spulen mal bis hierhin vor. Ich kann auch nicht vorspulen. Dann spule ich halt per Hand vor. Ich darf nur nicht zu weit vorspulen. Da kommen wir. Ah. Nein. So, da kommen wir. Wir richten uns gleich retrograd aus. Und brennen furchtbar gegen.
werden feststellen, dass uns der Sprit nicht reicht und dann werden wir dieses Manöver durchziehen müssen, was ich da gerade erzählt habe mit dem Beiboot. So, die coole Sache ist, es braucht jetzt nur einen ganz kleinen Schubs. Es braucht nur einen ganz kleinen Schubs, um um in den Orbit zu kommen. Aber wir haben auch nur noch einen kleinen Schubs. Da müssen wir hin. Wir sind 100 Kilometer in Entfernung von dem Ding, wo wir hin müssen. Aber 100 Kilometer sind eine Menge Holz, Freunde. So, wir, würde ich mal sagen, geben Zunder, und zwar so viel wir haben. Da sind wir schon im Orbit. So. Also, die gute Nachricht ist, wir sind schon mal da, wo wir hinwollen. Die schlechte ist, uns wird bald der Sprit ausgehen. So, angeblich haben wir noch 500. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was haben wir für eine Geschwindigkeit? 2000? Keine Ahnung, ob das reicht. Wir werden das sehen. Es ist auf jeden Fall, wir sind über Tylo angekommen. Wir werden jetzt alles wegbrätseln, was wir hier noch haben. Ihr dürft Wetten annehmen, ob ich es schaffe, auf Tylo zu landen. Ich bin fast optimistisch, dass ich die Landung hinkriegen werde. Da ist der Tylo-Lander. Das wird so ein wahnsinniger, irrsinniger Akt. So, gleich ist er alle. 400 hat er noch behauptet da. Das glaube ich aber nicht. Also wie gesagt, das stimmt hier nicht. Die Dinger werden gleich ausgehen. Und zwar werden sie wahrscheinlich asynchron ausgehen, weil in einigen Tanks mehr drin ist als in anderen. Und dann wird das Ding furchtbar anfangen zu rotieren. Deswegen halte ich schon mal die Finger über der richtigen Taste. Also über der Abbrechen-Taste. Nö, die sind gerade alle synchron ausgegangen. Sehr schön. So, das ist natürlich keine schöne Geschichte für eine Landung. Und jetzt kommt, erstmal speichern, jetzt kommt der Akt, sondergleichen. Jetzt kommt nämlich der Akt, wir trennen diese beiden Dinger von ihrem Mutterschiff. Die überhaupt Solarzellen, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Der hier hat Solarzellen, die können wir mal ausklappen. Warum habe ich nicht vorher noch nicht ausgefahren? Ich weiß es nicht. Die gute Nachricht ist, gleich hört es auf zu ruckeln, wenn wir das Ding hier aus seiner Umlaufbahn, also aus der Sichtweite haben. Da freue ich mich ehrlich maßlos drauf. Kannst du das mal bitte ausfahren? Er kriegt es nicht gebacken, das eine da auszufahren. Eins hat er ausgefahren, aber das andere kriegt er nicht hin. Also das hier. Warte mal. Jetzt. So. Und so. Und so. So, die Dinger sind ausgefahren. Jetzt trennen wir dieses gesamte Ding hier ab. Habe ich gespeichert? Ja, ich docke ab.
Müsste jetzt was passieren? Ist der abgedockt? Hier ist abgedockt. So, dasselbe machen wir jetzt mit dem Ding hier. Hat er Batterien? Ich bin mir nicht sicher, ob der Batterien hat. Wir werden jetzt sehen, ob er Batterien hat. Er hat Batterien und er hat hier irgendwas. Keine Ahnung, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Wir docken ihn mal kurz ab. Warte mal, halt, wichtig, ist da einer drinne? Das ist ja noch die wichtige Geschichte. Ist hier einer drinne? Hier sind zwei. Hier ist einer drinne. Okay. Er ist sicher. Wir machen kurz das RCS an. Ne, wir machen kurz das RCS wieder aus. Wir gucken kurz, ob er sich bewegen lässt. Er lässt sich bewegen, alles gut. So, wir switchen zurück auf den anderen. Ich vertraue jetzt mal, dass da einer drinne ist. Ich hoffe es. Abdocken. Weg. Seh nichts. So. Der ist auch abgedockt. Wunderbar. Und da sind natürlich auch welche drinne. Der hat jetzt kein RCS. Das ist natürlich extrem blöd. Wie macht man das jetzt? Warte mal. Wen steuere ich denn jetzt? Das ist halt die spannende Angelegenheit. Okay, den steuere ich, alles klar. Moment, der, das ist der, das ist der. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade hinfliegt. So, was ich jetzt mal mache, ist folgendes. Ich rotiere mal um die eigene Achse. Rotiert er? Ja, er rotiert. Und jetzt schubse ich das Ding mal weg. Hoffe ich. So, es hat super geklappt. Also gar nicht eigentlich. So, jetzt haben die sich natürlich ineinander verkeilt. Das war extrem blöd. Naja, ich werde die schon irgendwie voneinander wegbekommen. Ich Pech habe, dockt er jetzt wieder an. Los, verdünnisier dich. Ich will die beiden aneinander docken. Den und den. Trennen die sich voneinander? Trennen sie sich? Trennen sie sich nicht? Man weiß es nicht. So, warte mal. Ich werde mal versuchen, mich ein bisschen zu rotieren. Aber kann es sein, dass ich das andere Ding steuere? Ich glaube, ich steuere den hier. Kann das sein? Ich glaube, ich steuere den hier. Warte mal. Mach mal an. Ich steuere das Ding hier. So, was ich jetzt mache, ist, ich halte dich da mal bitte. Mach mal. Ja, ich steuere nämlich den. So, pass auf, jetzt fliegen wir mal ein bisschen weg hier. Von dem Ding. Ungefähr so. Und jetzt switchen wir auf den da, genau. Wählen hier das als Ziel aus. Sagen hier bitte von hier aus steuern. Sagen mal bitte auf Ziel ausrichten. Sagen hier bitte von hier steuern.
Und sagen mal bitte auf den da ausrichten. Sagen mal bitte auf Ziel setzen. So, dieses Ding treibt schön weg. Das werden wir dann auch hoffentlich nie wiedersehen. Auch wenn da Kirby Norton drin sind. Ach naja, die können wir ja abholen. So, was wir jetzt machen ist Ziel ausrichten. RCS. In die Richtung. Ja, perfekt. So, jetzt docken wir da an. Und zwar docken wir so an, dass wir... dass wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir das Ding drehen. Weil die Düsen, die müssen natürlich so ausgerichtet sein, dass... wenn sie starten, nicht das Ding grillen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird nicht klappen, oder? Was meint ihr? Wird das klappen? Ich bin mir nicht sicher. So, lass gucken. Ausrichten. Ja. 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 So, wir haben die Düsen genauso ausgerichtet, dass sie uns da unten irgendwas wegbraten. Ach, das macht nichts. Das ist unser Kirby Naut, der die ganze Zeit mitgeflogen ist. Den werden wir gleich noch umsiedeln. Das ist eine völlig bescheuerte Idee, die du da hast, Fleck. Ich habe noch nie so eine bescheuerte Idee gehört. Aber sie wird definitiv funktionieren. So. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. So, ich habe die beiden aneinander geflanscht. Gute Reise. Was wir jetzt erstmal machen, würde ich mal sagen, die trennen sich ja hoffentlich jetzt die Wege von dem Ding. Was wir jetzt machen, sind zwei Dinge. SAS aus. Wo ist denn noch Platz? Irgendwo ist noch Platz. Das heißt, hier den können wir mal ganz kurz... Wie kriegen wir den denn auferstanden? Der Grummelsitz, alles klar. Wie kriegen wir denn... wer sitzt denn da überhaupt? Das ist nicht Valentina, ne? Wer ist das? Wer ist das? Ist das Valentina? Nee, ne? Das ist jemand mit einer Locke im Haar. Wer hat denn eine Locke im Haar? der Grummelsitz von hier steuern. Komm. Der ist das, oder? Ja, der hat jetzt allerdings einen komischen Sprung gemacht. Keine Ahnung, warum. Aber... hat er jetzt seinen Fallschirm aufgemacht, oder was? Warum kann der sie nie mehr steuern? Der kann aus irgendeinem Grund... jetzt kann er... okay, alles cool. So, was wir jetzt machen ist, wir fliegen... warte mal, wo war denn jetzt noch Platz? Ich hoffe da. Super, auf dem Kopf fliegen ist immer toll. So, warte mal, da ist der Eingang, auch wenn ihr das nicht sonderlich gut seht, aber ich sehe es. So, weil wir wollen den ja nicht wegbraten.
So, die gute Nachricht ist, wir sind wieder an Bord. Puh. So, das ist Valentina, Dings und Bums. Und was ist in dem anderen? Jetzt. Da ist keiner drin, ne? Das wäre natürlich blöd, wenn da. Wir müssen da auch jemand reintun. So, das Ding ist auf dem Weg nach St. Nimmerland. Welche Engines sind denn das? Das ist die falsche, definitiv, aber die ist auch nicht aktiv, glaube ich, ne? Nein, die ist nicht aktiv, die soll auch nicht aktiv sein. So, jetzt müssen wir, welche müssen wir denn gleich aktivieren zum Bremsen? Die, nee. Die müssen wir aktivieren. 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 Und mit denen ziehen wir jetzt das Ding dahin, wo es hin soll, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Wir richten uns gegenläufig aus. Gegenläufig. Passiert was? Wir haben schon wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Das ist so unglaublich, was ich hier treibe. Aber ich habe... Das ist das Bekloppteste, was ich jemals gemacht habe. Deswegen nehme ich euch da mit. Ja, wenn jetzt gegenläufig genau die Richtung von dem Ding da ist, dann heulig. Aber nein, es ist nicht. Weil ich will das möglichst hinter mir lassen, damit es aufhört zu ruckeln. So, wir sind gegenläufig. Und ich mache mal eine Testzündung. Achtung, Testzündung. Vorsicht, speichern. Geht es? Juhu! Das ist eine blöde Idee, eine richtig blöde Idee. Wer hatte jemals so eine bescheuerte Idee? Ich nicht. Zieh, Friedrich. So, die gute Nachricht ist... Wie viel Sprit ist da eigentlich drin? Das sieht man hier überhaupt gar nicht. Doch, nee, sieht man nicht. Kann sich auf den Kopf stellen, sieht man nicht. So, die gute Nachricht ist, wir sind das Ding jetzt losgeworden. Und gleich dürfte es aufhören zu ruckeln. Ich glaube, es hört schon, es wird schon weniger. Ja, wir werden natürlich den Finalbrenner. Wie viel haben wir noch drin? Wie viel Sprit? Kann man das an irgendeiner sagen? Und vor allem zieht der aus den anderen Tanks raus. Das sind alles Fragen über Fragen. Ich guck mal kurz nach. Resource Manager. Metalogs. Guck mal hier rüber. Wo zieht der jetzt gerade Sprit raus? Aus. Ja, da darf er. Auch da darf er. Ja, ja, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung, wo er da den Sprit rauszieht. Hoppala, falscher Knopf. So, sind wir das Ding jetzt los? Nein, wir sind es noch nicht los. Was ist denn jetzt? Achso, Spielpause wolltest du nicht. Wo ist das Ding? Ich hoffe, es ist weg. Ja, ja, wir sind ruckelfrei in 2003. Alles gut. So, wir bewegen uns irgendwo hin. Was ruckelt da jetzt so? Ne, jetzt ruckelt gar nichts mehr. Okay. Jetzt treiben wir hier rum und kommen hoffentlich gleich in die Sonne und tanken dann ein bisschen was auf. Wo ist denn die Sonne? Da ist die Sonne. Huhu, und sie tankt auf. Tankt das Ding auf. Warte mal, ich guck mal kurz, hatte ich nicht hier noch... Was ist denn das zum Beispiel? Was ist das hier? Ist das eine Solarzelle?
Das ist auch eine Solarzelle. Sehr gut, dann ausfahren. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was da alles eingebaut hat, der Mann. So. Wo ist eigentlich das andere Ding? Keine Ahnung, das fliegt komplett woanders hin. Ist ja auch egal. Es hat ja auch einen weiteren Weg. So, was wir jetzt machen, ist, wir starten hier ein Manöver. Ja, eigentlich brauchen wir da kein Manöver erstellen. Wir warpen bis hierhin. Ui. Guck mal, wir sind schon wieder voll. Yay. Richten uns retrograd aus. Und dann wird hier Brand, dass die Schwarte kracht. Steuern wir noch von hier? Ich hoffe ja. Ja. Und ich würde sagen, wir burnen. Yay! Ist das eine geile Idee gewesen oder nicht? Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ich nicht genau sehe, wie viel Treibstoff in den Tanks noch drin ist. Aber das können wir ja... wo ist denn das? Da! Das müssen die beiden Tanks sein, ne? Der... Der... Und der. Sehr gut. So, und da unten sehen wir die... Apoapsis, genau. Die da müssen wir runterziehen. Ja, schön ist es nicht. Aber wir ziehen sie runter. Ziehen wir sie runter? Ja, sehr langsam. Und den Rest muss das Ding alleine landen. So einfach ist der Käse. So, wir werden landen. Ich kann euch sagen, wir werden landen. Eigentlich müsste da aber in den anderen Dingern auch noch was drin sein. Hier, die müssten nämlich danach leer gesogen werden. Hätte ich jetzt gesagt. Flieg, mein Engel der Muse. Das wird so eine bescheuerte... Aber ist okay, komm. Du wolltest es so. Wo ist denn der... Wir dürfen nicht die falschen leer machen. Die hier dürfen noch leer werden. Der... Und der... Genau. So. Flieg, mein Guter. Welche Orbitalgeschwindigkeit haben wir? 2000. Ah. Das Ding hatte noch ordentlich Spielraum. Das wird reichen. Havanagila. Mal ganz ehrlich, was für eine blöde Idee, oder? Ich komme mir vor wie in einer dieser... Hier, wie hieß denn dieses Ding, wo sie irgendwelche so Rentner nach oben geschossen haben mit dem Space Shuttle. Hier mit, wie war das, Sean Connery? Ne, wer war dabei? Jetzt zieht er die Äußeren leer. Sehr gut, genau. Also so habe ich mir das gedacht. Er hat also wirklich noch, er hat noch Schmackes. Ich mache das Ding jetzt komplett leer. Ich weiß nicht, wie der Film hieß, aber die haben dann durch irgendwelche bekloppten Improvisationen, und so kommt mir das jetzt gerade hier so vor, irgendwelche bescheuerten Improvisationen, sind die dann... Haben die das dann geschafft, da die Welt zu retten oder was weiß ich? Ich bremse jetzt quasi mit dem Landeschiff. Sieht das gut aus? Ja, ich glaube, wir kriegen das hin, Freunde. Juhu!
Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Wie wir das hier weiterfliegen, dass ihr da beim nächsten Mal, die gute Nachricht ist, das Geruckel ist zu Ende, die schlechte Nachricht ist, es wird wahnsinnig improvisiert. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!